Willkommen zurück zu Calibur 6. Es geht weiter mit den Hauptmissionen. Denn das letzte Mal hatte ich ja die Nebenmissionen gemacht. So, Natalie. Natalies Mut sank, als sie darüber nachdachte, was geschehen war, seit sie mit ihrer Suche nach Aswell begonnen hatte. Es ist einige Tage her, dass wir uns von Gro getrennt haben. Dian hat uns mitteilen lassen, dass seine Mission reibungslos vorangeht. Aber wir haben immer noch keine Ahnung, wo Aswell und seine tollwütigen Hunde sich aufhalten. Wir sollten uns darauf vorbereiten, sie am Astralriss anzutreffen und sie dort zu vernichten. Ich mache mir Sorgen um Ro. Wohin könnte er verschwunden sein? Ich habe keine Beweise, aber er muss irgendetwas verbergen. Mit Curtis Tod stimmt etwas nicht. Wer ist Curtis jetzt? Der Bericht besagt, dass er von Aswell überrascht wurde, aber irgendetwas daran klingt unwahr. Aber ich weiß, dass Curtis noch am Leben wäre, wenn Gro ihn nicht in seine Mission involviert hätte. Jeder seiner Schritte sollte überwacht werden. Und was ist mit Roy? Was genau ist er? Auch wenn die Organisation ihn nicht als Außenseiter klassifiziert hat, ist er dennoch mit Sicherheit nicht menschlich. Allerdings sollte ich für den Moment davon absehen, ein Urteil zu fällen. Und das hat sie natürlich alles in Gedanken gesagt, ja? Deswegen waren ja auch die Klammer da. So. Wir sind fast... Oh, drei Astralrisse hier in der Nähe. Awesome. Unterbrechungen. Mit Mitsurugi an der Seite setzten wir unsere Reise fort. Wenig später erfüllte eine seltsame, aber durchaus vertraute Aura die Luft. Es fühlte sich an wie ein Berserker, der aus einem Astralriss hervortritt. Besiege deinen Gegner und der Stufe 32. Hier liegt irgendetwas in der Luft, das mir einen Schauer über den Rücken jagt. Nein, es ist möglich, dass ein weiterer Astralriss erschienen ist. Ich erkunde das Gebiet, ihr zwei bleibt hier. Ich kenne dieses Gefühl, mehr Berserker. Vergiss Natalie, ich lasse mir keinen Kampf entgehen, los Roy! Mitsurugi ignorierte Natalies Anweisungen und rannte los. Mir bleibt nichts, als ihm zu folgen. Attack! Was? Eine Videosequenz? Geralt? How you greet folk in this world? He blocked that. Come take me on. Crap like this. Exactly why I hate portals. Come on! What the? He's not bad with a sword, but I'm not the one he seems interested in. Mystery opponent, who are you? Sure as hell don't look like you ride with the hunt, yet your power is clearly not human either. That's disappointing. Sooner or later, I will face you in battle. Just you wait. Fine. For now, let's see what you are made of. Ironischerweise, ich habe genau den Kampfstil von Geralt. Mit einer Videosequenz habe ich überhaupt gar nicht gerechnet. Wo ist eigentlich Natalie? Oder war sie schon in dem Moment da weg? Yeah!
Die Musik mag ich. Wieso macht er manchmal irgendwas anderes? Das zum Beispiel. Das soll er gar nicht machen. Er macht es einfach. Oder drücke ich fest in sich den Moment zwei Knöpfe gleichzeitig? Kann eigentlich nicht sein. Oh. Hä? Ich hab gerade auf... Ich hab jedenfalls nicht gerade die Greiftaste gedrückt. Ich hab das eigentlich gedrückt. Na, werde ich jetzt verarscht oder was? Geh da weg! Mhm. Ja. Ich hab keinen Bock mehr. Das ist jetzt eine größte Farce. Wieder mal. Hier wird man wieder großkantig verarscht. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich verloren habe oder sonst irgendwas. Das wäre jetzt gerade am Ende richtige Verarsche. Erstens, ich hab... Wenn hier diese Seelenladung da auf... auf ist... Alter, hör auf, die Scheiße zu machen. Ich möchte das mal in Ruhe erklären. Also... Diese komischen... Dieser komische Rage-Art, sag ich jetzt mal. Ich hab da paar Mal raufgedrückt, er hat nicht reagiert. Weshalb ich auch die letzte Runde verloren habe. Und allgemein hat er bei manchen Sachen nicht reagiert. In der letzten Runde. Auch in der vorletzten Runde. Kann auch einmal ein Spiel mal ganz normal funktionieren, ohne dass so ein Scheiß rankommt. Ich habe ja nichts dagegen, wenn die Kämpfe schwer sind, aber nicht so dauernd so ein Scheiß bedroht jedes Mal. Irgendwann sind auch meine Nerven vorbei. Stand up.
Na, gab's keine andere Lösung halt. Your soul surges in your body. Bestimmt wieder ein Kommentar kommt, du kannst nicht kämpfen, bla bla bla, heu heu heu. So, der Hexer. Als der Kampf vorbei war, griff ich in den Astralriss, um seine Macht zu erlangen. Achso, ja, hey, was ist hier los? Misch dich nicht ein, das hier muss geschehen. Er hat das Tor zerstört. Das habe ich nicht erwartet. Der seltsame Mann seufzte, drehte sich um und wollte gehen. Wo gehst du hin? Wir sind noch nicht fertig. Hey, ganz langsam, ich habe Dinge zu erledigen, genau wie du. Wenn ich dich beleidigt habe, tut es mir leid. Ich bin Heishiro Mitsurugi. Wer bist du? Geralt von Rivia, Hexer. Was zum... Der Mann machte eine schnelle Geste mit Mitsurugis Richtung und zeichnete mit seinen Fingern ein Symbol in die Luft. Sofort wurde der Samurai träge. Was ist das für eine Teufelei? Entspann dich, das wird wieder. Geralt drehte sich um und ließ Mitsurugi im Bann der seltsamen Macht stehen. Hey, hey! Denkst du, das hält mich auf? Ja. Mitsurugi sammelte seine Kraft und sprengte die Fesseln, die ihn hielten. Na gut. Geralt war der Name. War der Name? Nicht? Ein Duell mit ihm wäre interessant. Geralt. Vielleicht ist er noch nicht weit. Ich kann ihn noch einholen. Tut mir leid, Roy, aber unsere Wege trennen sich hier. Mach's gut und verliere nicht den Kopf. Mitsurugi eilte gerade Geralt hinterher, als Natalie angerannt kam. Ich habe doch gesagt, dass du warten sollst. Was ist mit den Astralriss und dem Samurai? Ich erklärte schnell, was passiert war. Wenn du dich um den Astralriss gekümmert hast, sollten wir los. Vergiss den Samurai, soll er tun, was er will. Your soul surges in your body. Ich bin jetzt Stufe 30? Was ist da jetzt los? War doch gerade noch Stufe 27. Schaffe ich noch einen Kampf mindestens, wenn jetzt nicht wieder so eine Scheiße rankommt? Gefangene Erinnerungen. Ich habe einen Gegner. Endlich, der Astralriss. Niemand schien in der Nähe zu sein, weshalb ich mich daran machte, seine Kraft zu absorbieren. Da tauchte aus heiterem Himmel ein Berserker auf und Natalie fing an, sich merkwürdig zu verhalten. Die Kombos deines Gegners richten mehr Schaden an. Die Information hat gestimmt. Näher dich dem Ziel. Als wir uns den Riss näherten, erschien ein Berserker. Was zum... Natalies Augen weiteten sich. Sie wich zurück und schüttelte ungläubig den Kopf. Curtis, warum... Wie? Natalie schien erschüttert. Jetzt bemerkte ich, dass der Berserker ein Aval-Uniform anhatte. Ich muss Aswell aufhalten. Sir Curtis, ich bin es, Natalie. Aswell hat uns betrogen. Sir Curtis. Der Kummer in Natalies Stimme berührte den Berserker nicht. Wie in der Keine Ahnung, wie das jetzt nochmal ausgesprochen wird, ich bin gerade fix und fertig von den anderen Kampf. Fing sie an, auf ihn zuzugehen. Ich hielt sie auf und zog meine Waffe. Trance war es, glaube ich. Ach, keine Ahnung mehr. Mann! Was ist denn los mit mir? Wieso kann ich jetzt das Wort nicht mehr aussprechen? Was ist mit dir los? Es ist ein Berserker. Wir müssen ihn erledigen. Normalerweise weiß ich doch, wie die Wörter aussprechen, aber jetzt fällt mir es gerade jetzt nicht wirklich ein. Einfach dieses Kurz-Blackout. Einfach. Aber ich glaube, es war schon so richtig, so Trance. Oder Trance. Battle 1. Fight!
Trophäe erhalten, von der Kritik gefeiert. Vor allem, ich habe gerade auf Blocken gedrückt. Ich hasse es manchmal, wenn ich blocke, dass sie einfach noch einen Angriff machen. Ich hasse sowas einfach! Wenn ich auf Blocken drücke, dann sollen die Blocken uns nicht einen Angriff machen! Alter Junge, mach einfach diesen blöden Rage out! Oder wie das sich nennt! Alter, ich hasse sowas wie die Pest! Boah! Aber wenigstens habe ich noch gewonnen. Vergib mir, Gro, ich habe versagt. Ich hätte nie mitkommen sollen. Der Berserker verschwand und es herrschte Stille. Du hast Gro nie vergessen. Hat er nicht deinen Tod verursacht? Natalie sagte zusammen, wo der Berserker zuletzt gewesen war. Ihr Gesicht war leer. Es geht mir gut. Natalie stand auf und sah mich an. Wir müssen Dion treffen und den anderen Astralriss zerstören. Ach, und damit sind wir auch wieder am Ende angelangt. Ja, tut mir leid für meine Laune heute, aber... Es hat ja eigentlich schon angefangen bei Geralt. Also ein Kampf gegen Geralt. Nämlich regt es langsam nur noch auf, dass manchmal der Charakter irgendwas anderes macht, als er eigentlich machen soll. Oh. Aber das nächste Mal kommen jetzt erstmal wieder Nebenmissionen. Ich bedanke mich dennoch, dass sie zugesehen hat. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei den ganzen Nebenmissionen. Mal gucken, wie viel ich schaffe. Stimmt, ich werde ja noch das eine Training machen. Ich glaube, das mache ich dann zum nächsten Mal, das Training erstmal. Ja genau, ich mache das Training, wenn ich das nicht vergesse. Um zu gucken, wie man doch diese eine Art Seelenladung macht. Manchmal macht er es einfach, manchmal eben nicht. Also wenn ich hier diesen Art Rage Art machen möchte. Also ich weiß nicht jetzt, wie es genau heißt. Also ähnlich wie halt bei Tekken. Das heißt ja der Rage Art. Das mit dem Move da. Wie es hier heißt, weiß ich gerade nicht. Deswegen sage ich Rage Art dazu. Wie dem noch sei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.